Hallo, ihr lieben Freunde der Engelwölfe. Die, die ihr dem schamanischen Weg folgt, den wir an der Samuel-Hahnemann-Schule nun schon seit über 15 Jahren eingeschlagen haben. Ich möchte euch heute in Vorbereitung auf unser Geistertanzseminar im Januar ein paar Worte zum Mythos des Geistertanzes sagen, der eigentlich der Grund war, warum ich von dieser Idee, dies mit der Franziska Bender an der Samuel-Hahnemann-Schule zu machen, so begeistert, so angetan und durch die Idee, diesen Geistertanz zu tanzen, auch auf eine unbeschreiblich tief ergreifende Art und Weise hoffnungsvoll geworden bin. In einer Zeit, als es unseren roten Brüdern in den USA ganz, ganz schlecht ging, um 1890. Es ging ihnen eigentlich nur noch nach der Niederschlagung des Geistertanzes noch schlechter, hatte ein Prophet, ein roter Bruder eine Vision. Und in dieser Vision wurde ihm offenbart, dass es noch eine letzte Chance für die roten Völker geben würde, ihre Freiheit, sprich ihr Überleben, überhaupt ihre Identität zu bewahren, sprich zu retten, indem sie nämlich einen ganz bestimmten Tanz tanzen sollten, nämlich den Geistertanz im Kreis zu ganz bestimmten Bewegungstechniken mit ganz bestimmten Liedern. Und dieser Prophet sagte dann, man könnte sagen, er versprach, wenn sie dies tun würden, würden sie wieder Befreiung, Autonomie und Heilung erlangen. Sie würden in ihren Zustand zurückversetzt werden, bevor die Weißen kamen und sie versklavten und ausrotteten. Ein Teil dieser Vision, der mich besonders berührt war, dass er sagte, wenn die roten Völker diesen Tanz tanzen würden, würden die Büffel zurückkommen. Der Büffel ist mir schon immer eigentlich das naheste Tier nach oder mit dem Wolf. Und mein erster schamanischer Name vor 25 Jahren bekommen im Traum nach Calcium Carbonicum, lange bevor ich daran dachte, mich selbst mit Schamanismus zu beschäftigen, war Tatanka Jotanka, sitzt wie ein Büffel. Und erst viel später habe ich erfahren, dass einer der größten Kriegshäuptlinge und später auch Geistertänzer, die Weißen nannten ihn Sitting Bull, sitzender Büffel, den Lakota-Namen Tatanka Jotanka trug. Ja, und noch später habe ich erfahren, eigentlich erst nachdem ich vom Mythos des Geistertanzes erfahren habe, und da habe ich nochmal begriffen, warum das so wichtig für die roten Völker ist, dass die Büffel zurückkehren, dass es einen noch viel, viel älteren Mythos gibt über die Entstehung des Büffels an sich, nämlich in einer uralten Vorzeit, als die roten Völker noch eher Sammler waren, kam eine ganz große Hungersnot und die roten Völker waren kurz davor zu verhungern und auszusterben. Und da erbarmte sich das große Geheimnis, der große Geist, und nahm Stoff an, nahm Leib an, ähnlich wie Gott im Christus, könnte man sagen. Und er nahm den Leib eines Büffels an. Und dieser Büffel ging in das Lager der sterbenden roten Menschen. Und die letzte Schamanin dieses Stammes, so sagt der Mythos, die sich halbwegs noch bewegen konnte, ging zu dem Büffel, der sich hinlegte, ihr die Kehle darbot. Sie tötete diesen Büffel, sie nahm dieses Opfer an und die Stämme konnten durch dieses Fleischwerden Gottes, ähnlich wie im Christentum, wo ja auch Gott Fleisch wird, um uns zu erlösen, überleben. Darum bis heute wohl betet und ehrt ein Prärie-Indianer, wenn er einen Bison erlegt hat, diesen erst,
bevor er ihn ja, öffnet, häutet, ihn zerlegt. Und wer mal den Film gesehen hat, der mit dem Wolf tanzt, da wird es ja eindrücklich gezeigt, er isst als erstes sein Herz, als Ehrerbietung, als Ausdruck tiefster Dankbarkeit und tiefsten Wohlwollens zu diesem fleischgewordenen Aspekt seines Gottes. Ich bin ja ein sehr naiver Mensch und ich finde, die Situation unserer Welt ist ähnlich verworren und manchmal ähnlich hoffnungslos wie damals die Realität unserer roten Brüder. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir diese Vision aufnehmen, diesen Tanz aufnehmen, um vielleicht in einer ähnlich hoffnungslosen Situation vielleicht mit mehr Glück und mehr Know-how und mehr Logistik, wie es damals unsere roten Brüder hatten, zum Beispiel dank Facebook, ganz, ganz viele Menschen zu animieren, diesen Tanz zu tanzen, dass mit Hilfe dieses Tanzes tatsächlich diese Welt unter anderem auch noch mitgerettet werden kann und dass unsere rote Seele heilt, dass unsere inneren Büffel zurückkehren, dass unsere inneren geschändeten, missbrauchten, massakrierten und versklavten Anteile heil und frei werden und dass wir im Innen ja unsere alte Mächtigkeit wieder erlangen und die rote Seele im Außen und dass wir damit tatsächlich ein Stück die Welt retten. Das ist real ein bisschen eine Wahnidee von mir, dass das möglich sein könnte. Weltenrettung unter anderem auch durch den Geistertanz. Und das alles werde ich mit meiner Leibkompetenz begleiten, unterstützen, ja, nähren. Ja, ich freue mich auf euch. Lasst uns die Welt retten. Lasst uns die Büffel wieder zurücktanzen. Lasst uns uns und unsere innere rote Welt befreien, auf dass unsere Büffel zurückkommen. Oh, ich freue mich mit euch im Januar. Wir tanzen und die Büffel tanzen mit auf dem Tempelhofer Damm.